even get to cross. Was geht YouTube? Ich bin wieder zurück für euch mit einem neuen Destiny-Video und heute wollte ich euch kurz und knapp Bescheid sagen, wo ihr 320er Helme bekommt, außer beim Eisenbanner und im Raid. Denn ja, Eisenbanner kommt nur einmal im Monat und beim Raid, ihr wisst schon, ein 320er Helm zu bekommen ist eher unwahrscheinlich. Und wie ihr schon am Hintergrund Gameplay sehen könnt, erhält man diese Helme tatsächlich aus dem SRL-Rennen. Und zwar, die Frage ist natürlich wie, denn jeder kennt es wahrscheinlich, ja, die anderen Spieler kriegen dann Helme mit 318, 315, 314, jedenfalls über 310 oder auch über 300 Licht. Und man selbst bekommt dann so eine 380er und 90er Scheiße und denkt sich dann, hä, womit habe ich das verdient, was mache ich falsch? Keine Sorge Leute, ihr macht gar nichts falsch und zwar wird man erst ab Rang 2, also SRL Rang 2, Sachen über 300 bekommen, bis maximal 310. Und erst ab Rang 3 erhaltet ihr 320er Sachen, also bis 320, also von 310, also es kann auch 318er und 320er halt droppen. Und ja, was aber wichtig ist, ihr müsst nicht unbedingt als Erster irgendwie ins Ziel kommen oder in den Top 3 dabei sein, sondern ihr müsst einfach das Spiel spielen, ihr müsst einfach irgendwie ins Ziel kommen und das ist ganz egal, ihr könnt auch mit dem 6. Platz genauso gut einen 320er Helm erhalten. Ja, jetzt lohnt sich eigentlich SRL-Rennen so richtig, denn ja, man kriegt exotische Engrame, man kriegt einen Helm über 320, den man auf normalen Wege, also ohne das Rennen, ziemlich schwer kriegt. Bei Oryx ist das sehr, sehr selten und dann auch noch mit über 318, 19, 20 Licht, das ist echt, echt selten. Und Eisenbahner ist wie gesagt nur einmal im Monat, deswegen es lohnt sich richtig Leute, fahrt ruhig, Übung macht den Meister, auch wenn am Anfang euch das nicht so gut gelingt und ihr deswegen vielleicht keinen Spaß habt. Wenn ihr aber besser werdet, dann werdet ihr auch echt den Spaß in diesem Rennen finden, also ich bin echt begeistert von. Wenn ihr Bock habt, kann ich euch natürlich auch ein kleines Guide hochladen, wo ich euch ein paar Tricks und Tipps zeige, ein paar Sachen, die auf ihr achten könnt, um leichter erster Platz zu werden, damit es einfach mehr Spaß macht. Wenn ihr das aber nicht sehen wollt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid, ich will ja keine Scheiße hier hochladen, die kein Schwein interessiert. Deswegen gebt mir einfach Bescheid und nicht vergessen, morgen kommt das Oryx Challenge Mode Guide raus, also wer da Bock drauf hat, den auf jeden Fall nicht verpassen. Und ja, das war's dann, denke ich, auch schon zu dem kurzen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr keine weiteren Destiny-Tipps, Tricks, Guides, Glitches und sonstigen Rotz verpassen wollt, abonnieren lohnt sich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.